Volksmusik hat viele Facetten. Mit einem Auszug ganz besonderer Stilrichtungen sind die Besucher der Burg Gabrun konfrontiert. Unter dem Motto »Mit dem Kopf zusamm, mit dem allerwertesten zusamm« wird der Rittersaal zum volksmusikalischen Schmelztiegel. Mit einer Mischung echter Volksmusik aus Österreich sowie aus Irland. Untermalt mit stimmigen Lesungen von Rainer Kasner. Sehen werden. Also sprich das, dass man die irische Musik über Irisch-Steirisch mit der richtigen österreichischen Volksmusik, Beringer Bosch und so weiter zusammenbringt. Und die Idee haben wir dann das erste Mal umgesetzt im 2009er Jahr, eben da auf der Burg Gabrun, und es ist sehr, sehr gut angekommen. Fürs Publikum einfach ein Einlassen auf was Unerwartetes, auf was Neues, auf was durchaus Schräges auch, trotzdem verwurzelt, aber nicht unbedingt herkömmlich, nicht unbedingt alltäglich. Man wird es heute sehen, das ist einfach, die machen das mit Leib und Seele, das ist, da ist kein Kommerz dahinter, sondern die haben einen Riesenspaß und den Spaß werden sie uns heute vermitteln. Mit Hackbrett und steirischer Harmonika auf der einen Seite und E-Bass, E-Gitarre sowie Schlagzeug auf der anderen verbindet die Gruppe Irish-Steirisch energievoll irische und steirische Volksmusik, kombiniert mit Pop- und Rock-Elementen zur World Music. Unser Programm ist, europäische Volksmusik zu machen. Irland ist Europa, Griechenland ist Europa. Wir arbeiten auch viel mit Sounds jetzt auch, die im experimentellen Stadium auch, die auf den Balkan kommen. Und groß nochmal so die ganze Gegend noch Musik kommt. Wir treffen immer Leute, wir gehen sehr unideologisch vor. Also wir treffen Leute, spielen mit den Leuten, arbeiten mit den Leuten und sind immer sehr inspiriert auch von Leuten. Volkskultur und Brauchtum wird beim Baschen und Gstanzlsingen mit den Beringer Boschern aus Bad Gäusern im inneren Salzkammergut ganz groß geschrieben. Auf den ersten Anblick könnte man da noch skeptisch sein, ob sich diese unterschiedlichen Einflüsse der beiden Gruppen gegenseitig tragen. Ist man aber einmal mit den gemeinsamen Auftritten der Musiker auf der Bühne konfrontiert, merkt man jedoch schnell, dass sich diese Musikmischung bestens ergänzt. Ja, das tun wir jetzt erst kurze Zeit und eigentlich ins taugt. Wir kommen mit dem so fest an und man sieht es die Leute, denen taugt es auch. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben es einmal probiert in Gäusern und seitdem sind wir mit ihr unterwegs, weil es einfach dazu passt. Die Batte, die liegt mir nur im Magen. Hätte ich meine Hosen früher gefunden, war ich um 1:30 verschwunden. Mir taugt es immer mit Irisch-Steirisch zu spielen und mit den Beringer Boschern ist auch lustig. Weil es ein Kulturmix ist und das ist das, was mir so irrsinnig gut gefällt. Dudelsack ist eigentlich so streng traditionell, auch das Boschen ist streng traditionell, auch die Iren mischen nicht gerne, aber alles zusammengemischt ist trotzdem super, also gefällt mir irrsinnig gut. Diese besondere Kombination aus österreichischer und irischer Folklore, untermalt durch die sorgfältigen und stimmig gewählten Texte von Georg Danzer, überzeugt auch die vielen Besucher dieses unvergleichlichen Konzerterlebnisses auf der Burg Gabrun. Das war wunderschön heute, also diese Verbindung eben von Folk und von diesen Ausseern, Boschern sozusagen. Und diese Lesungen, das ist einmalig und das ist mutig, sowas auf der Burg Gabrun zu machen. Meine Frau ist schier zum Vierten. Ich pack's nicht bei der Nierten. Doch komm ich soffen ins Haus, dann macht mir das nichts aus. Und ich glaube, diese Gemäuer, die brauchen auch sehr viel Leben. Ja, man muss sie mit Leben erfüllen. Und da war diese Veranstaltung einfach perfekt. Also das Konzert war ein Traum. Und ich muss sagen, irische Musik taugt mir immer schon und ist perfekt gewesen heute. Halt.